Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 115. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle hiermit die Beschlussfähigkeit fest. Hinsichtlich der Tagesordnung darf ich Sie auf Folgendes hinweisen. Die Tagesordnung vom 5. Oktober 2022 sowie der Nachtrag vom heutigen Tag liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung zu Top 80 bis Top 85 entnehmen können, sind 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6 der Geschäftsordnung beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Wie gewohnt werden wir die Aktuellen Stunden am Donnerstag um 9 Uhr aufrufen. Eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion Die Linke betreffend den Krieg zu ächten, heißt Deserteuren Kriegsdienst verweigern und Reservisten Schutz zu gewähren. Drucksache 20-9309. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 86 und wird mit 5 Minuten Redezeit auf dem Nachtrag stehen. Noch eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend gemeinsam die Folgen der Energiekrise für Hochschulen und Studierende bewältigen. Drucksache 209349. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 95 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 60, dem Setzpunkt der Fraktion Die Linke, aufgerufen werden. Eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist zudem ein dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Fraktion der SPD und Fraktion der Freien Demokraten für ein Gesetz über die Gewährung einer Energiepreispauschale für versorgungsberechtigte Personen, Drucksache 209350. Ich frage, wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt Top 96. Mir wurde mitgeteilt, dass dieser Punkt nach den Haushaltsberatungen aufgerufen werden soll, mit einer Aussprache von 5 Minuten. Und ich darf fragen, ob das so korrekt ist. Das ist der Fall. Dann würden wir so entsprechend verfahren. Die Fraktion der AfD hat ihren Antrag Top 59 neu benannt. Entschuldigung. Herr Fröbrich, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich wollte an dem Punkt, weil wir gerade bei dem Haushalt sind, noch sagen, dass wir uns einig sind darüber, dass die Beschlussempfehlung ohne Aussprache stattfindet und dass sie zwar da aufgerufen wird, aber dass sie ohne Aussprache stattfindet. Vielen Dank. Top 89, prima. Dann ganz vielen Dank auch für den Hinweis. Nein, das war kein Wort mehr. Gut, okay. Die Fraktion der AfD hat ihren Antrag Top 59, Neubenennung für ein stellvertretendes hessisches Mitglied für die verbleibende Amtszeit der siebten Mandatsperiode im Europäischen Ausschuss der Regionen, Drucksache 209282, mit dem gestrigen Tage zurückgezogen. Die Fraktion der AfD bittet den Tagesordnungspunkt 88, dass die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD für ein zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer von der Tagesordnung abzusetzen. Ich sehe Einvernehmen, dann verfahren wir so. Die Fraktion der SPD bittet Tagesordnungspunkt 87, dass die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen und zur Änderung des Hessischen Landesplanungsgesetzes von der Tagesordnung abzusetzen. Auch hier sehe ich keinen Widerspruch, dann würden wir auch so hier verfahren. Damit kommen wir nun zur Feststellung der Tagesordnung für die 115., 116. und 117. Sitzung mit den eben besprochenen Änderungen und Ergänzungen. Gibt es Einwände hiergegen? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung so genehmigt. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute voraussichtlich bis 19 Uhr. Wir beginnen jetzt gleich im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 1 der Fragestunde. Und ich möchte kurz noch Gäste, ganz besondere Gäste begrüßen, nämlich zunächst mal ganz besonders darf ich natürlich wie immer unsere Besucherinnen und Besucher auf der Besuchertribüne ganz herzlich begrüßen. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen. Ich möchte aber noch hinzufügen, ganz besonders möchte ich heute auch die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses POWI Q1 des Gymnasiums Steinmühle aus Marburg, die während ihres Seminars im Zentrum der Landespolitik hier im Hessischen Landtag neben der Teilnahme an den politischen Debatten auch Interviews mit den Abgeordneten führen werden, ganz herzlich willkommen heißen. Und ich wünsche Ihnen nachher mit den Abgeordneten spannende und interessante Gespräche.
Hinweisen möchte ich zudem noch gewohnt auf die zusätzlich angebotenen Corona-Schnelltestungen, die morgen früh in der Zeit von 8 Uhr bis 13.30 Uhr im Raum 122M durchgeführt werden. Wir kommen hiermit zu den Entschuldigungen. Ganztägig fehlen heute die folgenden Abgeordneten: Herr Karl Boldor von der AfD, Thailand Burcu, Bündnis 90 Die Grünen, Nadine Gersberg, SPD, Lisa Gnadl, SPD, Knut John, SPD, Katrin Anders, Bündnis 90 Die Grüne, Markus Hofmann, Bündnis 90 Die Grüne. Und ich darf fragen, gibt es weitere Entschuldigungen? Herr Felstehausen. Jetzt, ja, Frau Präsidentin, ich möchte die Kollegin Scheuch-Paschkewitz für heute und die nächsten beiden Plenartage entschuldigen. Vielen Dank. Dann, Herr Bellino, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, ich muss krankheitsbedingt Frau Müller-Klepper und Lena Arnold entschuldigen. Ganz herzlichen Dank. Dann darf ich fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Das ist nicht der Fall. Dann dürfen wir allen auf diesem Wege gute Besserung wünschen. Ich darf außerdem noch Staatsminister Peter Beuth heute bis 17 Uhr entschuldigen. Im Anschluss an die heutige Plenarsitzung findet der Parlamentarische Abend des BUND Hessen im Restaurant des Hessischen Landtages statt. Und bevor wir jetzt gleich mit der Fragestunde beginnen, darf ich noch einen ganz freudigen Anlass aufrufen. Ich möchte im Namen aller Abgeordneten unserem lieben Kollegen Herrn Dirk Bamberger ganz herzlich nachträglich zu seinem 50. Geburtstag gratulieren. Ich habe ihm schon im Vorfeld der heutigen Sitzung eine Flasche Wein im Namen des ganzen Hauses überreicht. Und wir wünschen Ihnen alles Gute. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. So, und damit sind wir am Ende der amtlichen Mitteilung angekommen.